Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur Dust 2 Gameplay Analyse. Auf Dust 2. Ja, ich weiß, das ist noch die alte Map, aber wisst ihr was? Ist mir gleichgültig. Ja, alles in allem ist es ja genau das gleiche, nur halt anders texturiert. Ich habe hier mit meinem zweiten Account gespielt, wundert euch also nicht wegen den nicht vorhandenen Skins. Wir haben hier direkt den ersten Go auf B, also ich habe angesagt, dass ich B gehe im Laufe des Spiels. Werdet ihr feststellen, dass es nicht immer so gut geklappt hat. Die Mates machen das, glaube ich, hier recht sauber. Sie haben die Bombe on spot down, es ist noch ein Gegner übrig. Ja, jetzt sind sie halt beide auf B, das finde ich nicht so optimal. Einer könnte hier Richtung Mitte gehen und vielleicht da bei CT mit ein bisschen stehen. Aber sie holen die Runde auch so easy. In der zweiten Runde läuft auch alles noch so mittelmäßig glatt, was die Ansagen angeht, beziehungsweise die Einhaltung der Ansagen. Also die Leute stehen auch tatsächlich so, wie sie stehen wollten. Ich habe am Anfang vorgeschlagen, wir sollten lieber zwei auf A-Long, einer Short, einer Mid und einer B spielen, aber damit waren sie überhaupt nicht einverstanden. Ich kannte diese Aufstellung früher aber auch nicht. Also das ist scheinbar eher was für die höheren Ränge und hier ist ja immerhin, da bin ich so im Gold Nummer 4 Bereich, da ist es vielleicht gar nicht mal so tragisch, dass die Leute da eben nicht drauf eingehen. Wir haben hier die Bombe down auf Lower Mid. Es ist noch einer übrig, der war irgendwo Upper Mid. Das hieß für mich, alles klar, ich gehe jetzt dann langsam mal hier hoch und guck, ob er nicht von hinten kommt. Aber er kam nicht. Ich denke, hier konnte man auch nichts wirklich besser machen und die Runde haben wir auch easy geholt, weil er dann Upper Mid kam. Ich schaue hier wie immer oft nach dem Geld des Teams. Da, wie jeder weiß, das Geld eigentlich das Geld von allen ist, vom gesamten Team. Man muss immer managen und schauen, wie man die nächste Runde angeht. Und vor allem, da sieht man übrigens gerade, dass Blau Mitte pusht ein bisschen. Und vor allem kann man durch Betrachten des Geldes und Zählen der Runden und Zählen der Wins eben auch ungefähr heraussehen, was die Gegner machen, was sie wohl kaufen werden und so weiter und so fort. Auf A wurden sie jetzt ziemlich hart überrannt. Wir hätten vielleicht minimal früher verschieben können. Grün lief recht früh auf Mitte. Ja, ich wollte einfach nochmal durch Tannis durchgehen, weil sich dann doch ab und an jemand dort versteckt. Vielleicht sogar der Bombenleger, der dann sneaky auf B geht und der Rest faked eben A an. Aber hier war es auf jeden Fall ein A-Go. Ich dachte mir, ich warte jetzt, bis der Grüne hinten kommt. Das habe ich auch schön gemacht. Also der Grüne ist auf Long, ist aber auch schon down. Das heißt, ich konnte ja gar nicht so arg viel machen, beziehungsweise meine Chancen waren eher gering, zumal ich jetzt dann noch 14 AP habe. Den habe ich schön weggedrückt und dann hätte ich nicht durch diese Smoke so durchgehen sollen. Das war eine sehr schlechte Idee. Ich habe ihn kurz rechts gesehen bei Ramp. Es war klar, er ist Ramp. Warum gehe ich dann durch die Smoke? In dieser Zeit ist er dann praktisch Ramp hochgelaufen und mich da erwartet. Ich konnte durch die Smoke sehen, nichts, bin tot. Ich hätte lieber rechts gehen sollen. Entweder oben bleiben sollen oder runterspringen oder vielleicht sogar safen. Aber nicht da links durchgehen. Hier merkt man schon, dass die Aufstellung sich komplett verändert, ohne dass jemand was sagt. Sehr, sehr schlecht. Blau hat nicht angesagt, dass er nicht mehr Mitte ist. Mitte ist jetzt offen. Er kann auch nicht ansagen, ob jemand in Lower Tunnels reingeht oder ob er das Steps hört. Also dachte ich mir, ich muss hier direkt rein und das klären, die Situation. Da war einer, den habe ich ein paar Mal angesagt. Ja, aber die meisten schienen eh auf A Short zu gehen. Ich habe dann hier noch ein bisschen gewartet, aber er kam nicht. Ich bin dann weg. Eben wurde jetzt einer Lower Tunnels angesagt. Man sieht, es sind drei Leute von uns auf A. Das hieß für mich direkt, alles klar, ich gehe auf B. Aber dann wurde die Bombe auf Short gesichtet. Nichtsdestotrotz ist der eine aber schon auf B gepusht, weil sie eben dann doch vorhatten, auf B zu planten, also schön zu verschieben. Mir war auch bewusst, dass sie das machen. Als dann aber die Bombe short war, bei meinen Mates, also der Bombenmann, dachte ich ganz kurz, fuck, vielleicht gehen die doch nicht auf B. Und deswegen habe ich auch diesen bescheuerten Sprung gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Ich weiß nicht warum, wenn er da schon gekommen wäre, wäre ich in einem noch größeren Nachteil gewesen. Ne? Also ich bin ja so oder so schon im Nachteil durch den Sprung, weil er eben kurzzeitig das Movement verzerrt. Das ist keine gute Idee, einfach grundlos zu springen. Also vor allem in der Situation, wo eben dann jemand kommt oder kommen kann. Naja, das war blöd. Lieber gerade durchlaufen und da ich ja auch mit jemandem gerechnet habe, hätte ich gar nicht so close rangehen müssen. Aus der Situation heraus hätte ich auch gute Chancen gehabt, den von den Doors wegzuholen oder ich hätte oben Window gehen können. Ich habe hier natürlich direkt gecallt, shit, da ist einer auf B. Orange verschiebt direkt. Blau verschiebt über CT, ist auch nicht schlecht. Yellow geht erstmal in den AFK-Zustand. Die anderen zwei sind hier direkt vor B. Er sieht ihn da unten, er hat ihn gesehen. Und macht aber irgendwie nichts draus. Also wartet so rum, anstatt vielleicht dann so ein bisschen rechts durch die Kiste durchzuschießen. Er wird halt einfach weggesnackt, der Kollege auch fast zeitgleich. Und ihm wurde direkt gesagt, safe einfach. Das kannst du nicht mehr machen, du hast doch keine Defuse und so. Und jetzt stellt er sich dummdödelig hier hin. Und naja, ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Man hat ihn gehört, der Kollege schreit, right side, Die nächste Runde bricht an, ich kaufe natürlich voll ein. Der eine Dödel, er hat ständig geforst, jede Runde. Also ihn konnte man schon mal vergessen. Das ist so einer der Gründe, warum ich hier auf dem zweiten Account dann sowas aufnehme. Gerade wenn ich ganz alleine spiele und vor allem auf der Cancerous Map, das 2. Da will ich auf keinen Fall irgendwie den Main-Account nutzen, da ich auch gerade kurz vor LE bin. Ja. Schaut euch mal die Aufstellung an. Blau ist jetzt einfach auf A, ohne irgendwas gesagt zu haben. Orange steht Mitte. Scheinbar haben die getauscht. Vielleicht sind die im Teamspeak, ist ja nicht tragisch.
Nichtsdestotrotz ist es immer gut, wenn man sowas trotzdem dem gesamten Team ansagt und. Das war schon kein Und. Es sieht nicht schlecht aus, wir haben hier die Bombe auf Long gesichtet, es steht 4 gegen 3 und jetzt mache ich hier natürlich einen Schnitzer. Ich sehe hier die Smoke und denke, Moment, ich warte ab, bis die Smoke weg ist, sonst werde ich vielleicht genudelt, ne? Hier wartet bestimmt jemand und es hat halt jemand gewartet. Entweder hätte ich direkt durchwitschen müssen, also sofort zack durch und er hätte mich vielleicht nicht getroffen. Wobei ich auch jetzt nicht mit mehr AWP gerechnet habe. Aber trotzdem, dieses langsame Gucken, ob da jemand ist. Derjenige, der wartet, hat dann easy die Chance, mich wegzuklatschen, auch mit, egal mit welcher Waffe. Zumal die Bombe auf A gar nicht durch ist. Das heißt, ich hätte überhaupt keinen Druck machen müssen bei Long. Wir waren 4 gegen 2, oder? 4 gegen 2, 4 gegen 3, bin mir nicht sicher. Jetzt sind es 2 gegen 2 nur noch. Ich hätte maximal auf Upper mitgehen sollen und dann vielleicht aufs Longhouse gucken sollen. Also auf die Double Doors bei Long. Und mehr nicht. Nicht reingehen. Also wenn es noch so viele Tees sind. Wenn es nur noch einer wäre und wir würden ihn jetzt mehr oder weniger jagen oder einkesseln wollen, okay. Wir machen hier wieder eine Eco. Natürlich hat Orange nicht geecoed, klar. Mitte ist überhaupt kein Spieler. Es hat auch niemand angesagt, dass niemand Mitte ist. Und das ist einfach der Tod für jedes Spiel. Es hört sich vielleicht gerade für unerfahrene Spieler nicht sehr wichtig an, aber das ist das verschissene A und O zu kommunizieren und dann eben vor allem taktikspezifisch zu kommunizieren. Ihr müsst sagen, wo ihr hingeht, wo ihr Gegner seht, was ihr macht. Das war jetzt nicht so richtig nice. Ich wusste, dass er da oben ist. Ich hätte rangehen müssen und hochspringen und schießen. Aus der Entfernung dann rumspringen ist vielleicht ein etwas schwierigeres Unterfangen. Ihn hier habe ich einfach nicht gekriegt. Ich habe ihm zwar schön Header gedrückt, aber alles andere ging nicht rein. Schaut es euch an, 98 in 3. Das ist schon bitter. Und dann natürlich wieder ansagen. One Orb, Low HP und A. So ungefähr. Wir kaufen wieder voll ein, bis auf Orange natürlich. Ihr seht, wie ich jedes Mal ganz kurz zögere auf Mitte, weil ich auf die Map gucke und schaue, wo die Mates hingehen, weil ich dann überlege, Mitte zu übernehmen. Mein Mate bleibt hier einfach stehen, ich weiß nicht warum, ich schmeiß deswegen, beziehungsweise auch einfach, weil ich ungern überrushed werde, hier den Molly rein, damit sie einfach nicht sofort durchpushen können. Hier ist mir aufgefallen, dass nur 2 Leute auf A waren, deswegen bin ich von B weg verschoben. Ich habe natürlich im Grünen gesagt, er soll stayen, aber er kommt halt mit. Gut, die Bombe ist jetzt auch auf Short gesichtet, nicht so tragisch, aber er ist halt schon vor der Sichtung der Bombe mitgegangen. Und das ist wiederum ziemlich bescheuert. Short kommt jetzt gleich was, auf Long ist einer angesagt. Ich habe hier natürlich eine schwierige Zeit, weil ich gemollied werde. Nichtsdestotrotz weiß ich, hier vorne kommt jemand gelaufen, das heißt, ich bin natürlich im Superior, denn er weiß, hier kann keiner mehr sitzen, also hat er darauf wahrscheinlich keinen Fokus. Und er denkt sich wahrscheinlich, ich habe hier gerade eben gemollied, das heißt, hier muss jemand rumlaufen, er ist ungefähr hier, sieht, hier ist niemand. Und dann lässt er direkt von dem Spot ab, vor allem, weil er hier den Kollegen bei Cross sieht. Das heißt, er hatte kurz noch Fokus, das war wirklich Time von mir, ich habe großes Time-Lag gehabt, aber schon zieht er rüber auf ihn. Und da konnte ich ihn natürlich locker flockig wegschniedeln. Auf Long ist immer noch einer. Das heißt, ich muss mich so positionieren, dass ich von Long nicht so leicht gesehen werde. Der nächste Short-Mensch ist auch down, Bombe ist down, ich sag das an. Und begebe mich jetzt nicht großartig in den Fight mit der AWP. Wir haben ja eh die Bombe. Das habe ich auch an der Stelle dann nochmal gesagt. Wir haben die Bombe, chillt einfach. Aber Grün wollte nicht chillen und sowas ist ein großer Fehler. Bei einem 2-on-1 hat der Gegner eigentlich keine Chance. Short habe ich im Blick, der Kollege hat lange im Blick. Aber halt aus defensiver Spielstrategie gesehen. Er kann uns eigentlich nicht holen. Wir sind zu zweit, er ist alleine. Er muss zur Bombe. Wir machen auf Long Range am besten überhaupt keine Sichtung. Aber nein, der Kollege geht auf Long und fickt ihn halt. Wenn der Kollege jetzt gestorben wäre, hätte ich echt eine scheiß Zeit gehabt. Wir haben jetzt gerade alle gleich viel Geld. Ich gucke, wer der Zweite ist, überlege ganz kurz, ist der einfach nur ein Beta und hat deswegen so viele Kills? Oder sagt er schön an, ist der an sich ein guter Teamplayer? Ja, ist er, also droppe ich ihm die Waffe. Irgendwelchen Dödeln, die einfach scheiße sind, also überhaupt keine Kills machen, beziehungsweise nichts zum Spielverhalten beitragen, bis auf die Kills. Ganz kurzes Beispiel, Wollen und ich haben gestern ein Spiel gehabt, da hat unser Zweiter irgendwie 25, 26, 30 Frags gehabt, aber wegen ihm haben wir verloren, weil er so dreckig war. Er hat immer nur gebaitet, hat dann die ganzen Kills geklaut und so weiter und so fort. Also es war echt ein Bastard, den hätten wir eigentlich kicken müssen. Das Wichtigste ist, dass ihr als Team zusammen den Teamsieg erspielt. Mit Kills dann natürlich als Werkzeug. So, wie immer, mein Molly in Tunnels. Ich stelle fest, oh, wir sind mal wieder zu dritt auf B, dann gehe ich mal woanders hin. Das hätte ich früher sehen müssen, auf jeden Fall. Ich bin auch jemand, der sehr oft auf die Karte schaut. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr gerade in sicheren Momenten sehr oft auf die Karte schaut. Am besten am Anfang, um zu sehen, was für Strategiefehler die Mates machen. Es war halb klar, dass er von Lower Tunnels kommt, also ein Gegner, weil sie bei Tunnels wohl erstmal durch wollten auf B, das wurde aber vereitelt und dann wusste ich, alles klar, da ist bestimmt noch mindestens einer mit dabei gewesen und der geht jetzt Lower Tunnels. Ganz wenige Tees gehen zurück, also wirklich zurück auf T und dann woanders hin. Die meisten gehen Lower und pimmeln dann darum. Aber nehmt das nicht als granted. Ihn hier habe ich weggedecoyed und das war wirklich verschissen unglücklich. Guckt euch das mal an, strategisch, höchst wertvoll, ne? Decoy als Flash
Fake nutzen, bumm, weil es vom Spielverlauf her schon ziemlich klar war, dass hier jetzt noch jemand ist oder jemand kommt. Ich hatte davor, als ich ungefähr hier war, die Karte im Blick und grün war halt bei Mitte, wie man hier sehen kann. Er ist bei Mitte, ich habe dann nicht mehr hingeguckt, das war vielleicht mein Fehler. Ich dachte, er hat Mitte im Blick und beobachtet da so ein bisschen und dieser rote Pfeil. Für mich war es klar, es sind nur noch zwei, einer ist auf A lang und dann, oh, einer ist hier, das heißt hier unten in Tunnels kann niemand sein. Und auf einmal ist in Tunnels einer. Ich weiß nicht genau, wo dieser rote Strich da oben herkam, aber der hat mich einfach unglaublich überrascht. Ich weiß nicht, ob ich da was hätte besser machen können. Das war einfach scheiße. Jetzt kommt es darauf an, wie die Mates spielen. Er steht gerade 4 gegen 2. Er hier weiß, dass da rechts einer ist, wenn er aufgepasst hat, und dass da vorne auf jeden Fall jemand ist. Deswegen aimt er da auch hin. Er ist sich nicht im Klaren, dass man seine Waffe sehen kann, ne? Wenn er da die ganze Zeit hin aimt. Ja, jetzt fängt er an, Wallhack, Wallhack, und wird zu einem Behinderten. Die Kollegen haben den einen schon genutzt. Es ist nur noch der letzte bei Lower Tunnels. Und da ist der nächste weggeschnitzelt. Wallhack. Ist Wallhack! Auflösung, die beiden haben die Runde dann noch geholt. So, der Kollege pusht hier in Tunnels rein, er wird zerfickt. Das heißt für mich, shit, ich muss ihm helfen, war zu spät, aber konnte dann immer noch den Bait, den Kill klauen. Wobei ich ihm noch nicht mal, das war noch nicht mal ein Assist, also er hat scheinbar gar nicht getroffen. Guck mal, wo er hingeschossen hat, what the fuck. So, Lower Tunnels könnte was sein, ne? Die Kollegen sind hier bei Short und bei Mid nicht durch. Und siehe da, es ist niemand. Dann denke ich mir, gut, Upper Mid sicherlich. Und da läuft auch einer rum, der geht in Suicide rein, ja. Somit spekuliere ich drauf, dass sie wahrscheinlich einen B-Rush machen. Beziehungsweise auf B verschieben. Aber, siehe da, es kam niemand. Es wurde auf Mitte sogar jemand von uns weggenutzt. Und ja, so. Da sind zwei Leute auf Short. Jetzt, die Granate war noch gut. Aber das, was ich jetzt mache, ich habe kurz gesehen, dass da drei sind. Und ich gehe hin. Zack, 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 zack. Und es wird halt einfach nichts. Aber immerhin habe ich einen sehr low geschossen. Also, es hat sich ein bisschen gelohnt. So, der Kollege hat schon mal den Kerl genutzt, der Low HP war. Und jetzt ist wieder diese Sache. Wenn man auf die Zeit guckt, auf die Uhr, weiß man, die Tees müssen. Sie müssen planten. Das heißt, sie werden jetzt nicht da hinten rumhüpfen. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie da hinten bei ihm sind, ist sehr, sehr gering. Sehr gering, wenn sie beide schon auf Short waren und wahrscheinlich A anpeilen. Das heißt, er hätte pushen müssen. So hart pushen wie noch nie in seinem Leben. Damit er ihn retten kann. Aber er rettet ihn nicht. Klar, er hätte sich auch selbst retten können, weil man sieht hier, er... Was war das? Was macht er da? Er duckt sich, läuft nach links und schießt dabei. Also, jetzt stellt man fest, Yellow ist immer noch nicht da. Er ist nach wie vor auf Short. Aber immerhin holt er halt jetzt die Runde. Zwar auch ziemlich amateurhaft, aber es läuft. Hier hat mir jemand eine AWP gedroppt. Da ging das Spiel schon los. Deswegen war ich zeitlich angeschissen. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich habe zwar den Kill geholt, aber es war klar, dass die gleich unten sind. Ich hatte eigentlich einen M4, wollte wie immer B gehen. Und ja, das lief nicht so prickelnd. Ich hätte trotzdem B gehen sollen mit der AWP. Und nicht mich da Mitte hinstellen, nachdem die Runde schon 5 bis 10 Sekunden läuft. Weil dann können die dich so eklig überrushen da unten. Er hat jetzt hier ganz gefährlich mit der AWP gegen den da oben auf Short gespielt. Wenn jemand im Headshot ist, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Es lagen ja genug Waffen rum, aber er hat es ja trotzdem ganz gut verwandelt. Also fällt der Fehler nicht stark ins Gewicht. Aber es ist schon... Es kann einem schon den Arsch retten, wenn man... Oh, da ist er noch auf Ramp. Zur richtigen Zeit die richtige Waffe hat. Und eben auch aimt. Ich weiß nicht, was das schon wieder war. Er ist on-spot und planted. Und jetzt könnte der Kollege einfach durchschießen. Ich meine, ich weiß, es schaut sich jetzt nicht jeder meine krassen Wallbang-Tutorials an. Aber versucht es generell. Wenn ihr in einer safen Situation seid und halt auch einmal einen Shot missen könnt. Also sprich, ist es nur noch ein Gegner da. Na, wartet, guckt euch ganz kurz das an. Guck mal. Schaut mal, er fragt ihn an und geht dann weg. Da geht man nicht weg. Warum geht er weg? Er hat den Vorteil, er hat ihn angeschossen, er ist vielleicht half oder low HP, er hat ganz wenig Zeit. Er muss legen oder ihn killen. Springt aber gerade nach links weg. Das ist vorneweg eine halbe Sekunde, in der er praktisch nicht richtig reagieren oder agieren kann. Das heißt, man muss dann ran. Aber er läuft weg, lädt nach, total bescheuert und dann holt er ihn noch nicht mal. Was ich sagen wollte mit der AWP, wenn ihr safe steht und es ist nur noch ein T zum Beispiel da und er steht hinter irgendwas und ihr könnt ungefähr ahnen, wo er ist, schießt drauf, holzt durch. Das 2 hat so unglaublich viele Wallbang-Spots. Es lohnt sich wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wallbang-Spot-Tutorial für das 2 schon hochgeladen habe, aber falls nicht, bald ist es da. Und falls doch, schaut rein. Tutorial-Playlist ist hier verlinkt, am Ende vom Video. Und da oben rechts ist so ein i, da könnt ihr draufklicken, da ist alles drin. Die Umfrage, die ich in jedem Video drin habe und unten halt noch eine Playlist. Ja, Mitte war wieder keiner. Oder ist er gestorben? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Die Bombe ist jetzt gesichtet auf Short. Ich wollte unbedingt hier auf A stehen auf B stehen bleiben. Weil ich einen gehört hatte in Tunnels, aber dann war doch keiner da. Und jetzt sind wir halt wirklich genudelt. Ich habe keinen Kevlar, ich habe nur eine UMP und Mitte kommt jemand und nudelt mich weg. Dem ich mal wieder 80 drück, verschissen nochmal.
Ich habe ja wieder nach dem Geld geschaut. Wir haben alle sehr wenig Geld, haben eine Eco angesagt. Aber ich habe es euch ja vorhin schon gesagt. Orange Forst einfach. Da auf Mitte niemand war, bin ich Mitte gegangen. Es war angesagt. Und ich habe auch gesagt, dass ich in Tunnels reingehe und ein bisschen push. Aber da war niemand. So, Short wurde angesagt. Ich nutze ihn easy weg. Gebt natürlich auch durch, dass ich jemanden auf Short gekillt habe. Es ist zwar zu sehen auf der Karte. Und für mich ist es auch kein großes Problem, wenn die Kills nicht angesagt werden. Wie ihr seht, habe ich meine Karte sehr weit ausgezoomt. Und da schaue ich in einer halben Sekunde ungefähr. Zack, gucke ich kurz drauf und sehe, wo der Kill war. Aber es ist trotzdem nochmal ein Ticken einfacher fürs gesamte Team, wenn ihr sagt, Short is down. Upper Mid ist eine AWP. Grün habe ich Bescheid gegeben, dass da jemand ist. Ich hoffe, dass Grün hingeht. Wie ihr seht, er hat eigentlich den Vorteil des Jahrhunderts, weil er hinter ihm stand. Aber irgendwie hat er da nichts draus gemacht. Wir haben hier einen Hardscoper. Guckt ihn euch an, hier rechts. Bam. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dann so hingehe. Ich habe noch einen weggenadet. Ich dachte, ich würde vielleicht mit viel Glück den AWPler wegnaden, aber ich habe Rick weggenadet, der keine AWP hatte. Und der Kollege hat dann einfach die Runde abgesessen. Blau hat hier schon eine Flash reingeworfen, das heißt, ich mache erstmal nichts. Jetzt hat er auch eine AWP angesagt, das heißt für mich, alles klar, den muss ich wegnaden und dann abwarten. Die Jungs auf A werden wieder massakriert. Ich schiebe also mal Richtung Mitte, weil Mitte offen ist. Ich bin hier für mich auf jeden Fall oder wäre im Vorteil gewesen, wenn ich es rechtzeitig hier vorne hingeschafft hätte. Aber, zack, der Shortkerl stirbt also. Nein, lieber dann nicht. Sonst ist man von vorne und von hinten gedödelt. Das macht keinen Spaß. Den habe ich gehört. Und dann dachte ich mir, alles klar, WP-Zeit läuft bei mir. Nur läuft es leider genauso wie die Runde davor. Noch immer einen Ticken schlimmer. Ich habe mich mit dieser Decoy angekündigt. Und er scoped mich ab. Und 3, 2, 1... Es war ein bisschen blöd, wie ich das da gemacht habe. Langsam um die Ecke und sowas. Das hätte ich nicht machen sollen. Und vor allem hätte ich nochmal auf meinen Mate warten sollen. Und gucken können, was er so macht. Der Kollege holt jetzt den Kerl weg. Aber hier sage ich schon an, hey, du hast keinen Diffuse. Save lieber deine Waffe. Und der andere sagt, ja, er ist auf A lang. Und dann kommt er von Short. Bitter. Sehr bitter. Er war auf A lang, aber er hat halt einfach mal eine Umrundung gemacht. Da kann man dem Kollegen eigentlich nur vorwerfen, dass er sich nicht bewusst war, dass er ein Diffuse-Kit hat. Bei mir ist es automatisch so, dass wenn ich in die Situation komme, wo ich diffusen könnte und aber nur noch wenig Zeit habe oder nicht mehr so viel Zeit habe, dann schaue ich immer automatisch, ob ich ein Diffuse-Kit habe. Welcher Fehler mir oft passiert ist, dass ich denke, dass die Mates Diffuse-Kits haben. Ich habe schon ein paar Runden verloren, weil ein Mate diffused. Er sagt aber auch nicht, dass er keins hat. Und keiner ruft, he got no diffuse, sondern er diffused einfach. Ich denke mir, alles klar, er diffused. Dann muss ich mein Diffuse-Kit nicht nehmen. Und dann schaue ich nicht immer nach, ob es auch stimmt. Eigentlich sollte man nachgucken und dann sehen, oh, ich habe Diffuse-Kit, alles klar. Dann sagt man, I got diffused. Nun ja, den auf Mitte habe ich schön weggenutzt. Die haben sich einfach blöd verhalten, die Tees. Da konnten wir von hinten einfach easy durch. Der letzte ist nicht angesagt. Wir stayen einfach alle bei der Bombe. Und ich habe dann noch eine P90 da unten reingeschoben. Hier auf B bin ich ganz, ganz, ganz früh, als ich das 2 noch öfter gespielt habe, bin ich gerne hier drauf gegangen, um die Leute ganz gemein wegzuholen. Und das klappt eigentlich auch. Da kommen jetzt welche. Ich habe sie schon steppen gehört. Ich sag's auch an. Und Orange kommt dann auch. Wenn er etwas früher gekommen wäre, hätte er mich vielleicht irgendwie retten oder unterstützen können. Hat aber nicht geklappt. Ich dachte an der Stelle, dass es 2 sind, weil ich 2 gehört habe. Und ich wusste, dass einer eine AWP hat. Das hieß für mich killen. Er hat auch gerade einen Molly geworfen. Er ist ultra gerade erst am Waffen in die Hand nehmen. Hat also nichts, kann nichts machen. Ich dachte halt, das wäre die AWP. Aber dann merke ich hier völlig erschrocken, dass die AWP da hinten steht. Und das eine AK ist. Und dann war es mit meinen 5 AP eigentlich klar. Ich hätte lieber von der Kiste, nachdem ich die gekillt habe, mich nach hinten fallen lassen sollen. Der mit der AK ist wahrscheinlich gerade dazu gesneakt. Deswegen konnte ich ihn nicht hören. Und die Mates haben da einfach mit allem, was man konnte, verloren. Die wurden einfach kaputt gemacht. Die nächste Hälfte kommt dann in einem zweiten Video, damit euch hier nicht allzu langweilig wird mit dieser ganzen Zeit. Die Analysen sind ja doch recht lang. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt bereits hier beim ersten Teil schon weiterhelfen, einige Tipps geben. Ich denke, dass diese Dinge, die ich da noch zusätzlich an Info biete, gerade für Neueinsteiger und Mittelamateure spielende Leute gar nicht mal so übel sind. Profis haben davon wahrscheinlich nicht allzu viel, aber danke, dass ihr dennoch reingeschaut habt. Macht's gut, ciao, ciao. Da euch alles verlinkt, klickt mal drauf. Weitere Tutorials, letztes Video-Tutorial, irgendein Random-Video und mein Gesicht.